herzlich willkommen in Ruhr! Kommentare, ja, schön, dass ihr alle wieder dabei seid bei unserer allseits beliebten, stinklangweiligen Kommentare-Kommentier-Show. Ich würde mal sagen, Prost, Boys. Hey, ich auch eine. Oh, scheiße. Pass auf. Ist der Phil auf der Coke? War auch ganz gut. Oh, ja, da steht Phil auf der Coke. Was für ein Zufall. Wo ist deine Coke, auf der TC steht? Hab ich eine? Ach, da. Hier. Scheiße. Ja, wir können euch auch sagen, was dahinter steckt. Und zwar haben wir gerade ein ziemlich fettes Projekt zusammen mit Coke vor. Jetzt TC, ich will ja moderieren. Und ich hab Durst. So, pass auf. Wir haben ein fettes Projekt zusammen mit Coke vor. Und zwar wollen wir für ein Video die krasseste Maschine aller Zeiten in dieser WG bauen. Ein Coke-Teilomat. Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Ihr müsst uns die krassesten Vorschläge schicken für Elemente, die wir da einbauen sollen. Das auf heißt, Facebook. Sei das jetzt irgendwie Ventilator oder Vibrator oder irgendwas aus dem Waititi-Universum, wie zum Beispiel... Den Trommler. Alter, das war geil. Ja gut, aber jetzt hast du ja alle guten Vorschläge schon weg. Wenn euch was einfällt, was wir in die Maschine einbauen sollen, schreibt's in die Kommentare oder schreibt's auf Facebook und... hier haben wir ihn irgendwo. Oder alle Links in der Infobox. Oder Post. As always, jetzt würde ich noch mal sagen, Prost, Boys. Hast du getrunken? Und hier noch ein Ausschnitt für euch. Warte mal, nachgefragt, Gamer. Das muss so rum sein, TC. Trink eine Coke mit TC, ich trinke eine mit dir. Jetzt muss ich deine Spotze nehmen. Achso, hier ein Ausschnitt. Zum Beispiel, Zocken fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erhebliche Schäden zu. Oder hör auf zu zocken, fang an zu poppen. Ja, ein Video, das uns persönlich sehr wichtig war, denn es ist tatsächlich, meiner Meinung nach, ist die Sichtweise auf uns als Casual Gamer ziemlich verkorkst. Also du musst einmal ein Game anmachen, bist du gleich ein Amokläufer. Was für Begriffe? Casual Gamer, verkorkst. Casual Gamer. Hey, haben wir heute Gäste? Nee. Heute nicht, ne? Nee, du bist wieder da, was ich eigentlich gar nicht so begrüße. Ja, tschüss. Besser ist es. Besser ist es. Sollte der Kultusminister aussehen wie Gronkh? Ich verstehe jetzt nicht ganz, wieso du wieder da bist. Zieh doch mal einmal was durch in deinem Leben. Ja, die wollen ja mich sehen unbedingt. Die wollen nicht immer deine hässliche Fratze sehen. Tut mir leid, habe ich in den Kommentaren gelesen. Also fangen wir an. Was sie sehen wollen, ist aber Gronkh. Verdammt gut, Mann. Verdammt gut. Kann ich leider nichts zu sagen, außer dich. Hier, du kriegst den Kopf. Danke. Gronkh sollte der Kultusminister sein, würde ich sagen. Ist doch, oder? Gronkh for President, wer ist bei mir? Ich. Kann er ja noch weniger in unseren Videos sein. Phil, du hast eine richtige Fernsehstimme. Was ist denn eine Fernsehstimme? Okay, wie klingt deine Internetstimme zum Beispiel? Internetstimme ist ein bisschen mehr so wie deine halt. Schlecht. Lall. Schlecht. Raffe. Undeutlich. Raffe. Nuscheln. Das ist für mich eine Internetstimme. Und Fernsehstimme ist halt einfach... Geil. Also wie kann Tizi so schnell aufstehen, auf Phil losgehen und gleichzeitig seine Hose zumachen, während eine Person vor ihm ist? Jetzt reicht's! Das heißt Cockjob. Cockjob. Kikuriki. By the way, ist euch schon aufgefallen, wie lecker diese Coke mit meinem Namen drauf ist? Echt? Meine schmeckt genauso gut. Mm. Wahnsinn. Mm. Duty Money Haters. Unser neuer Clap, könnt ihr alle fünf nachmachen. Clap like that. Clap the five. Clap like that. Man darf immer so arg zurückhaben, wie der andere schlägt. Okay. Okay, mach. Jetzt hast du dich was traut, Roy. Jetzt hast du dich was traut. Postbote! Da ist er schon wieder weg. Das ist wie damals beim 18. Geburtstag. Ne? Ja, ja. Da hat er auch nicht einstecken können. Irgendwann war er immer weg. Dann haben wir wieder irgendwo gefunden, wo man nicht erwartet hat. Apropos war weg. Phil hat dein Arschkinn. Das stimmt. Kann ich nur bezeugen hier. Was ist noch Alter, los? Was soll denn das? Ganz ehrlich. Nur auf mir rumkackt. Hier, du darfst hier noch. Was gekackt wird auf dir? Scheiße. Boah. Scheiße. Iron Hand. Ich hätte mal eine Frage. Stimmt es, dass man beim Video Day von den meisten keine Autogrammkarten bekommt? Ich habe gehört, dass das viel zu voll sein soll, um euch zu sehen. Oh, ich habe immer gehört. Also, es ist ja krasser geworden, ne? Früher war das noch easy, auf unseren ersten Fan-Treffen mit 50 Leuten, da konnte man dann entspannt reden. Auf der Jugendmesse war schon nicht mehr ganz so easy. Wenn man da mal guckt hier, war schon was los.
Ja, Karten gibt es auf jeden Fall noch und wir probieren natürlich so vielen wie möglich ein Autogramm zu geben. Aber es könnte sehr voll werden. Unser Plan ist ja, das Ding richtig voll zu machen. Deswegen kommt alle vorbei. Ah, meine Hand tut immer noch weh. Echt? Ja, ich hasse diesen Clap. Ich möchte ihn wieder abschaffen. Wobei, er ist cool. Was? Muss ja drauf. Ja, hört drauf. Das ist irgendwie ein geiler Schmerz, wenn er nachlässt. Ah! Ja. Huhu! Hä, Tisis Gnade auf dem Bildschirm schießt, obwohl er nicht spielt? Das ist ein Filmfehler. Ja, das war ein Filmfehler, eindeutig. Das ist ein Filmfehler. Kasse, Set-Design macht bei uns der TC, also würde ich sagen, du. Warte mal, wo sind meine Beauty Money Haters? Nein! Schein hier! Nein! Hier 2 Euro. Beauty Money Haters. Franken, ey. Ich möchte euch etwas beichten. Was immer es ist, mein Sohn, wir lieben dich. Ich spiele seit 2 Monaten COD. Wie kannst du es wagen? Ich dachte, du wärst Battlefield-treu! Meine Freundin und ich haben euch auf der U ein Pimmel... Pimmelkissen geschenkt. Habt ihr es noch? Wäre voll cool. Ich denke mal, mit TC OD und Phil zu gamen wäre bestimmt geil. Also das Pimmelkissen haben wir natürlich noch. Mit uns zu gamen ist natürlich geil. Und das Pimmelkissen haben wir auch sofort patentiert. Lassen wir es gerade herstellen in China für einen Stückpreis von 2 Euro. Verticken es dann an euch für 20 Euro. Hashtag haben wir eine Gewinnspanne von... Hashtag leider geil. 80 Euro. Der, die, das... Der, die, das. Wieso, weshalb, warum? Wer bei Titi fragt, ist Pimmel. Genau so. Irgendwie so war's. Good old days. Eine sehr schöne Anschauung von den Medien und Politikern, die uns so darstellen, habt ihr echt super gemacht. Ja, danke schön, aber wir sind auch noch lange nicht fertig. Wir haben ja große Ziele nach YouTube Nummer 1 jetzt Weltherrschaft und Angela Merkel muss zu uns auf dieses Sofa kommen. Mein Schoß. Deswegen an alle da draußen, die irgendwie mit Angela Merkel verwandt sind. Oder bist du vielleicht sogar Angela Merkel. Oder sie mal gesehen haben. Oder Angie, wenn du uns gerade siehst. Komm hierher. Wir haben einiges mit dir zu besprechen. Wir wollen in die Politik gehen. Ich meine, wir drei sexy Jungs. Also nicht, aber come on. Die Titi-Partei. Mal cool, es wäre doch ein geiler Move. Schau, Obama zum Beispiel hat auch ein Video gemacht. Jetzt erpresse doch nicht. Ich will ja nicht erpressen, aber Obama ist schon geiler Chief halt. Und du eigentlich auch, Angie, und deswegen, wir laden dich herzlich ein, zu uns zu kommen, auf dieses Sofa. Und, schreibt einfach alle dieser Angie auf irgendwelche Art und Weise, dass sie mal vorbeikommen soll. Auf Twitter auch. Du bist cool. 3.5, nicht nur das Schnittbild ist sinnlos, eher das komplette Video, aber deshalb liebe ich es. Falsch, diesmal hat es tatsächlich einen Sinn, du hast nur die Schildkröte nicht gefunden. An alle da draußen nochmal, ein paar haben es schon gefunden, wir haben ein geheimes Video verlinkt auf einer Schildkröte. Wann mal im Bild ist. Jo, der OG als Vater von Gigi, dem Gamer. Er liest das White-Titty-Buch. Was meinst du das? Lichtbuch von White-Titty! Für 999 Euro! Dass ich Gamer und ständig ungewaschen bin, hängt in keiner Weise zusammen. Ich bin nur geizig, mir Waschen zu kaufen. Ja, dann solltest du es mal hier mitprobieren. Warte. Oder du holst dir das. Freunde. Und wenn du alles gemacht hast, solltest du deine ganzen Gamer-Sachen packen und sie... wegwerfen! Was? Wir sind fast fertig. It's the final countdown. Ah, ja. Aber 1 Minute haben wir noch, Boys. Uferplätze fertig, los! Hi. Gutes Video, macht auf jeden Fall weiter so. Dankeschön. Cool! Nein, der Philipp. Tolle schauspielerische Leistung von Phil. Geil, danke. Werbung regt einen auf. Ja, mich auch. Das Video hat außerdem irgendwas Schlaues an sich. Okay, danke, du auch. Sehe ich aus wie Gutenberg? Tust du. Ist das Gronkh? Nein. Ihr seid cool, macht mal mehr davon. Okay, Philipp. Nein, doch. Geilo Milo ist schon so geil. Danke. Macht mal Raining Brains statt Raining Man. Ja, sollen die das echt machen mit dem Oralsex? Ja, können wir machen. LOL, Roffelmau. Oh, von Hans Bauer. Hi, Hans. Mach doch mal bitte iFamily. Ja, nein. Ich find's echt gut, dass ihr mal gesellschaftskritische Videos macht und ein bisschen mit vorne... Ja, bla bla bla, komm auch mit deinem... Gronkh, ja. Das ist nicht Gronkh. Alter, lernt erstmal streipen, okay? Weil Titi, ihr seid die besten... Gamer. Ja. Geil. Gronkh, nein, bin ich nicht. Was geile Hülle ist das denn? Eine supergeile Hütte. Geil! Hütte. Geil! Wo ist die Schildkröte? Hier! Aus!
Ja. Aber heute war das besser. Pimmel von TC. Hallo, ist schon aus. Ja, gut. Ich habe ich ja verstanden. Ja, das war's schon wieder mit der Kommentare-Kommentiershow. Wir sehen uns wieder am Freititi-Tag oder wieder am, boah, es ist so kompliziert und so viel. Mittwoch oder ihr schreibt auf Facebook nochmal. Was ihr schreibt uns nochmal auf Facebook oder hier in den Kommentaren Vorschläge für unseren Coke-Teilomat oder ihr seht euch jetzt ein sehr, sehr geiles Video von Ponk an, das man eigentlich nicht verpassen sollte. Sehr, sehr geil produziert. Respekt an die Boys und ja. Wir sehen uns dann.